Da wären wir beim Lonzo. Damit seid gegrüßt zu einem neuen Part. Was soll ich noch gleich machen? Der Podium mit dem Zwangfuß. Besorgt die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Okay. Wenig Pulver. Schieß los. Wir brauchen noch ein paar Hinweise. Okay, das Schwarzbier waren wir schon. Heiße Bohnen. Denn heiße Bohnen sein? Keine Ahnung. Tja, das ist wohl ein Rätsel für einen Gehobenen. Stimmt. Du könntest, ich habe von mir die Stadt. Okay, hier gibt's keine. Ich schaff das. Ich. Hinweise. Ich gehe dann mal. Zutaten. Macht. Hier gibt's wohl keine wegführenden Hinweise. Tja, da kann Lonzo mir auch nicht weiterhelfen. In der Notfallstation. In der Station. Auf der Wache. Hier haben wir einen Feuerlöscher und ein Fußfessel. Mit dem können wir nichts tun. Haben wir schon ausprobiert. Hebel. Gefängnis. Hebel. Feuerwehrstation. Krankenstation. Lachgas, das bräuchten wir eigentlich. Da mal ein bisschen rumfummeln. Der Clown unter die Narkose gasen. Clowns. Dartfall. Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Aha, Inventar. Mit dem Zahnbohrer. Da mal was dran rum. Das lässt sich nicht mit Gas auffüllen. Aber was sich mit Gas auffüllen lässt. Oh, Luftballons. Was haben wir denn da? Ballon mit Lachgas. Ja, hui. Ja, die Ballons habe ich tatsächlich mal offscreen. Ja, sorry. Da habe ich das Offensichtliche mal übersehen und habe die offscreen mal geholt. Das ist das Einzige, was ich offscreen besorgt habe. Da, in diesem Eck, da in diesem Karton lagen die Ballons rum. Ich habe sie mir offscreen schon mal genommen. Ja, ich war schon am Weiterspielen. Ich wollte offscreen ein bisschen weiterspielen. Hab mir die Ballons geholt und ja, dann habe ich dann zum Glück noch rechtzeitig zurückgeschickt und habe gesagt, nee, komm, kannst du hier nicht, auch wenn du gerade nicht weiterkommst, kannst du nicht machen sowas. Musste den Leuten im Let's Play schon zeigen. Vor der Stadttor. Gäbe es da irgendwas zu sehen? Ja, den Bullen, den kriegen wir jetzt gerade auch nicht zum Laufen. Roter Vorhang. Den können wir nicht wegnehmen. Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Ja gut, da wollen wir auch nur runterfliegen. Achso, ja, der Zugang ist versperrt. Da haben wir gerade die Arztstation offen. Da würden wir nicht durchkommen. Da kämen wir nicht hin. Da müssen wir die Feuerwehrstation haben. Das Feuerwehrrevier. So, hier geht's zum Wasser rein. Das Rohr. Futsch. Ja, es bringt auch nichts. Das kommt immer zurück an denselben Punkt. Da, im Inventar. Der Clown unter die Narkose gas. Ja gut, das hatten wir schon. Clowns. Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. Okay,
Können wir die vielleicht mal mit dem hier kombinieren? Das erinnert mich an letztes Erbärmlich. Ja, okay, hatten wir schon. Das hier mit das erinnert dem hier. Mich an ja, Silvester. Das hier kombinieren mit. Das erinnert mich an alles Silvester. Mit leeren Ballons ist das witzlos. Au, jetzt habe ich mir ach so. Geboren, blödes. Das muss nicht umgefüllt. Mit leeren Ballons ist das. Einer reicht vorher. Okay, das klappt wohl vorerst nicht. Dann ja, so, was könnten wir noch kreieren? Wo könnten wir hier noch hin? Wo gäbe es eine Möglichkeit? Nochmal bei Toni gucken. Mal da in den Laden. Die nochmal nerven. Kann man nicht oft genug tun. Die Ex-Frau nerven. Ja, da haben wir schon das Schwarzpulver drin. Die Luftballons. Dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Der Tag meiner Abreise. Moment mal. Steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Oh. Tja, sowas. Punkt. Oh. Finger weg. Oh. Gut, dann nicht. Ist ja gut. Krams. Können wir das angriffen? Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Mhm. So, noch mehr Krams. Toni, Haken. Ah, Autsch! Autsch! Nee. Da hat sich aber wer verletzt. Das böse Lachen. Aua! Guck mal! Rufus hat sich verletzt. So eine kleine ja, Runde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Nein. Toni, bitte, ich doch nicht. Hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Was? Also hier, nicht nimm doch den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Apothekenschlüssel. Wenn du Apothekenschlüssel. Mich immer gleich so meckern würde ich vielleicht auch mal zuhören. Apothekenschlüssel. Wir haben einen Apothekenschlüssel. APOTHEKEN. Ja, mit dem Buchstabieren fällt es mir schwer. SCHLUS. Was ist hier? Ja, war noch nie der große Buchstabierkönig. Zu Tonis Hütte. Ich lenke mal schnell von meinen Buchstabierkünsten ab. Chilischote. Autsch, heiß! Ja, gut, ist heiß. Okay, verstehe. Rennt in Tonis Hütte. Ja, gut, wir haben einen Schlüssel für eine Hausapotheke. Aufschließen. Beruhigungsmittel, da würden wir das nicht noch irgendwo für brauchen. Für den Kaffee jetzt bestimmt nicht, aber irgendwo für brauchen wir das noch. Toilettentür. Ich habe eine Idee. Okay. Nein, nicht das Beruhigungsmittel in die Sofaritze schmieren. Beruhigungsmittel und Dartpfeil. Oh, das geht. Nice. Ich bin tödlich wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift, Geheimagent. Jetzt haben wir einen Betäubungspfeil. Ein präparierter Dartpfeil. Das jetzt noch. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Tatsache. Was haben wir da gerade erfunden? Ein Blasrohr. Oho. Ich muss zurück zu Toni. Oder zu Wenzel. Also, ja,
Wenzel wäre natürlich besser, aber bei Toni gibt es schon ein so schönes, offenes Loch. Ein offenes Fenster meine ich natürlich. Aha, die Klinge ist kaputt. Hier habe ich gerade eine Idee gehabt. Wir haben doch hier einen Handschuh. Auswählen. Achso, ja, mit X dann. So kann man das heiß noch anfassen. Mit einem Spezial-Titan-Handschuh. Genau so. So. Jetzt haben wir eine Chilischote, die ziemlich seltsam aussieht. Überwachungsdrohne. Können wir die irgendwie abschießen? Leider nicht. Scheint nicht zu gehen. Nein, und da bist du schon ganz richtig. So, zu Tonis Laden. Da haben wir doch schon, da haben wir doch hier einen kleinen Betäubungspfeil. Und was können wir damit anstellen? Hier haben wir so ein schön offenes Fenster. Da können wir doch mal... Au! Was zum... Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Tiefenentspannt. Was rege ich mich eigentlich so auf? Toni wirkt auf einmal so tiefenentspannt. Na, vielleicht können wir jetzt hier... Hi, Toni. Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch was... Na super, dann können wir uns doch jetzt die Coupons... Hey, Toni, ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch was... Und wir haben Coupons. Übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht machen. Und da ist er. So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Die wirkte gerade so beruhigt, so tiefenentspannt. Dann gehen wir mal schnell wieder. Die scheint sich schnell wieder erholt zu haben von dem Beruhigungsmittel, bevor sie hier bemerkt, was wir gemacht haben. Zum lieben Wenzel. Notrufsäule. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Scheint jemand da zu sein. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe. Ich probier's. Ja, okay. Der ist ja bei der lieben Dole. In Wenzels Haus. Hinein mit uns. Jau. Na also, in den Keller. Hier nein, Rohr. Nicht einmal dem Vorschlag schenke ich Beachtung. Können wir da irgendwie was trichtern? Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Okay, wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt? Unter der Dusche. Okay, ein bisschen schweißen. Das sitzt auch so schon fest. Ja, haben wir, glaube ich, alles schon probiert. Aber, was haben wir hier noch nicht dabei? Hier den Haken vielleicht? Die irgendwie. Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht... Luftballon. Nein, dies ist ein trauriger Tag für... Der Tag... Moment mal. Okay, ja, haben wir schon. Auf Nummer wieder sind Rufus, steht da drauf. Im Denkstabums, im Kaminofen können wir da den Luftballon reinstecken. Oh. Jetzt haben wir keinen Ballon mehr. Ja gut,
Das war jetzt eher nicht so beabsichtigt. Shinichote. Ja, das wäre lustig. Aber ich brauche die Chili für das Rezept. Stimmt. Dann holen wir uns mal einen neuen Ballon. Mist, da haben wir was verschwendet. Dann müssen wir zu Gizmos Praxis nochmal. Wo war die nochmal genau? Wo waren wir da hin? Achso, ja, hier durch die Gasse. Durch die Gasse müssen wir nochmal laufen. Rufus hier mal ums Eck. Schauen wir mal hier in die Gasse hinein. So. Krankenstation. Lachgascontainer. Ballons. So, da hätten wir einen Ballon. Mal nebenbei, können wir das haken? Jo, das geht sogar. Dann fliegt er uns vielleicht nicht so leicht weg. Tja. Und springen sie in Kanal binden würde wahrscheinlich nicht so viel bringen. Da nochmal bei dem Wasserdingens, bei dem Wasserturm nachgucken. Vielleicht können wir da irgendwie Wenzels Bude unter Wasser stellen irgendwie. Schornstein. Das könnte die Schornsteinklappe offen halten. Dumm, dass Ballons immer nur nach oben steigen. Ah, okay. Rufus hat mir einen Hinweis gegeben. Ballons nach oben steigen. Der ist ja scheinbar gerade irgendwie aus dem Rohr rausgestiegen. Aus dem Schornstein. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal mit Haken hinkriegen, hat das Ganze einen Haken. Ja. Versuchen wir es mal. Kann ja eine Möglichkeit sein. In Wenzels Haus. Versuchen wir das nochmal. Wenzels Haus hat so kleine Räume. So, hier mal rein mit dem Ballon. Zack. Oh ja, es hängt fest. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Aber es hat doch was geklappt. Ja, supi. Und hier unten... Im Keller können wir da noch was ausrichten. Einen Schwamm drunter klemmen. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber.